Wir reagieren heute auf Bodo Ramelow bei Marvin Neumann. In diesem Interview wird er, so verkündet uns schon mal auf jeden Fall der Titel, ziemlich hart gegen Sarah Wagenknecht und gegen die AfD schießen. Ich meine, ihr seht das Thumbnail hier gerade nicht. Ich kann es euch, glaube ich, kurz einblenden. Hier steht rechte Hackfressen. Also dieses Interview, da scheint Ramelow eine ziemlich üble Rhetorik zu fahren. Oder es ist Clickbait, das weiß ich noch nicht. Ich habe es mir noch nicht angesehen. Aber ich will hier gar nicht lang drum rumreden. Lasst uns einfach anfangen. Gregor Gysi. Oh. Was macht das mit Ihnen? Es freut mich. Insoweit, weil Gregor ist auch immer ziemlich unterwegs. Aber manchmal treffe ich ihn an Stellen, wo ich gar nicht mit ihm rechne. Wo also, war das letzte Mal? Kam ein Foto von einem Haus. Das war das Geburtshaus von mir und in Ostdeutsch-Scharmbeck bei Bremen. Und ich denke, was ist das denn? Wo kommt Gregor Gysi auf einmal hin? Ja, und dann steht er direkt an der Hausecke und lugt hinter dieser Ecke raus. Das ist ja verrückt. Oder bin beim Tag der Deutschen Einheit, weiß ich nicht wo, irgendwo auf einem Marktplatz und auf einmal merke ich, wie eine große Traube über diesen Marktplatz sich bewegt und in der Traube Gregor Gysi. Da habe ich gedacht, na, das ist ja wieder. Jetzt immer wieder was. Sie sind Ministerpräsident von Thüringen, jetzt schon seit einiger Zeit. Glauben Sie, dass das noch anhalten wird nach dem September? Nach dem Ach, schauen Sie, ich bin ja überzeugt, bekennender Christ und das mit dem Glauben ist immer so am Sonntag und ich arbeite daran, dass ich für diese Demokratie eintrete und wenn das mit der Position verbunden sein soll, dass ich da einen Dienst leisten kann, herzlich gerne. Wenn die Demokratie aber entscheidet, dass jemand anderes es tun soll, habe ich Respekt davor. Aber meine Zielstellung und das hat in der nächsten Landtagswahl gestärkt werden. Wie nehmen Sie die Menschen? So, wundert euch nicht, ich überspringe belanglose Fragen mal, damit das hier nicht allzu lange dauert. Also ich glaube, es macht keinen Sinn, hier also jetzt irgendwelchen Befindlichkeiten von Bodo Ramelow oder irgendwas anderes zu erfahren. Wir kümmern uns hier um die politisch relevanten Punkte und wenn eine Frage irrelevant ist, dann springe ich einfach weiter. In Thüringen war ambivalent und das lässt sich sogar wissenschaftlich belegen. Und es ist nicht neu. Die Mengengerüste sind nur etwas weiter verschoben. Aber wir erheben die längste Langzeitstudie, soziologische Langzeitstudie Deutschlands, der sogenannte Thüringen-Monitor. Mhm. Und dieser Thüringen-Monitor hat schon vor 20 Jahren deutlich gemacht, dass es einen Anteil an Bevölkerung gibt, die für totalitäre Denkstrukturen erreichbar sind. Das hat sich nie materialisiert an einer Partei. Also NPD, DVU, REPS oder so, sind nie zu einer relevanten Größe in Thüringen aufgestiegen und galten auch immer dann als rechtsradikales Auslaufmodell, bei dem immer nur ein kleinerer Teil an Menschen hängen geblieben ist, dass sie sich dafür eingesetzt haben. Jetzt ist es so, dass die AfD einen Wandlungsprozess durchlaufen hat und deswegen muss man immer darauf hinweisen, Herrn Höcke darf man gerichtlich notorisch als Faschisten bezeichnen. Mehrfach ist das als Zuschreibung durch Gerichte bestätigt worden, dass das eine der Meinungsfreiheit gedeckte Zuschreibung ist. Und dieser Herr Höcke ist es, der eben die. Man dürfte wahrscheinlich auch Bodo Ramelow als Faschisten bezeichnen. Die Frage ist, ist der einer? Also das haben Gerichte so entschieden, weil die Meinungsfreiheit halt ein sehr hohes Gut ist, das sehr weit auslegen kann. Aber das hat nichts damit zu tun, dass Björn Höcke tatsächlich ein Faschist wäre. Die Geschichtswende will, ja. Der eben das Holocaust-Mahnmal in Berlin als Mahnmal der Schande bezeichnet hat und dessen Partei eben die Zeit zwischen 33 und 45 als Fliegenschiss bezeichnet hat. Und in seinem Buch beschreibt er, was er vorhat. Und deswegen sage ich, das ist diese Partei, an die gebunden jetzt tatsächlich von Rechtsradikalität bis zu Protest alles Mögliche gebunden ist. Wir haben zu dem Thema, also Landtagswahl, zahlreiche Fragen bekommen, wie Sie sich vorstellen können. Thüringen in den drei oder drei östlichen Bundesländern, das sind Landtagswahlen, plus die Europawahl, die jetzt auch noch im Juni ansteht, plus dann auch noch Kommunalwahlen in vielen, vielen Kreisen. BR13 möchte wissen, was ist Ihr Plan, wenn am Ende nur CDU, Linke und AfD und vielleicht BSW im Landtag sind? Wie soll so eine stabile Regierung überhaupt gebildet werden? Ja, erstmal ist es so, dass ich sage, mein Respekt ist erstmal, dass ich den 1. September 18 Uhr abwarte. Um 18.01 Uhr werde ich über diese Frage nochmal näher nachdenken. Bis dahin kämpfe ich um folgende Grundposition.
Ich möchte, dass die AfD unter 30% bleibt. Was ja aber auch schon eine sehr hohe Prozentzahl wäre, selbst wenn sie bei, sagen wir, 28 landen. Im Moment haben wir Umfragen gehabt, bis zum Jahresende, da lag die AfD auf einmal bei 34 bis 36. Und deswegen ist die Frage 30 ein Schlüsselthema. Und das will ich ausdrücklich begründen, weil die AfD selber, Herr Möller hat auf dem Pfiffelbacher Parteitag selber gesagt, sie streben gar keine Mehrheit an. Sie gehen in eine Landtagswahl, streben gar keine Mehrheit an, weil es reicht ihnen ein Drittel der Sitze des Parlaments, damit sie den Rest des Parlaments erpressen können. Und diese Methode kann dann ins Leere laufen, wenn wir es schaffen würden, gemeinsam ein Klima zu erzeugen, dass es sich lohnt, zur Landtagswahl zu gehen, dass es nicht darauf ankommt, Berlin einen Denkzettel zu geben. Da gibt es viele Gründe, Berlin einen Denkzettel zu geben, aber Herr Höcke ist es nicht, ausdrücklich nicht. Und wer die AfD wählt, wird Herrn Höcke bekommen. Jetzt sind Sie ja nicht der Erste, der sagt, ich möchte die AfD unter einer gewissen Prozentzahl halten. Friedrich Merz ist da auch zu nennen, der das auf Bundesebene auch schon mal gesagt hat. Glauben Sie, Sie haben den, ich nenne ihn mal, goldenen Schlüssel gefunden, wie Sie das schaffen können? Es gibt überhaupt keinen goldenen Schlüssel, aber es gibt auch die Erkenntnis, dass man nicht einerseits behaupten sollte, dass man gegen die Position der AfD ist, um dann im nächsten Atemzug so ähnliche AfD-Leitpositionen zu vertreten. Und die Wählerinnen und Wähler haben ein Gespür dafür. Ja, was heißt der Schlüssel? Also ein Anfang wäre es ja beispielsweise mal, die eigenen Wahlversprechen einzuhalten. So hat die Linke in Thüringen gefordert, den Verfassungsschutz abzuhalten. Was hat die Linke gemacht, als sie dann an der Macht war? Sie hat da Stefan Kramer hingesetzt, also so einen völlig verrückten Antideutschen, der ja den Verfassungsschutz nutzt, um gegen missliebige Gruppen vorzugehen. Und lest euch den Verfassungsschutzbericht ruhig mal durch, der in völlig absurden Begründungen irgendwelche politischen Konkurrenten als rechtsextrem einstuft, beispielsweise die AfD. Also ich habe mir den Verfassungsschutzbericht tatsächlich für den Blog von Sardas und Mundschuh mal durchgelesen und geschaut, weswegen ist die AfD denn rechtsextrem. Alles wirklich nur antideutsche Ideologie. Also dieser Verfassungsschutzbericht, der argumentiert nach diesem Motto, wenn die AfD von Eliten spricht, da meint sie eigentlich die Juden. Also so argumentiert der Verfassungsschutzbericht. Und ja, was soll man von so einer Landesregierung halten, die nicht mal demokratisch gewählt wurde? Also eigentlich war ja Thomas Kemmerich der Ministerpräsident, aber ja, dann hat Merkel gesagt, das muss jetzt rückgängig gemacht werden, und dann hat die CDU das einfach mal rückgängig gemacht, zusammen mit der Linkspartei. Kann man auch interessant finden. Aber dass die AfD nicht schwächt, das sieht man ja gerade in den Umfragen. Ich meine, die AfD führt komfortabel in allen verfügbaren Umfragen. Der nächste Ministerpräsident von Thüringen, der wird aller Wahrscheinlichkeit nach Björn Höcke heißen. Also davon kann man aktuell zumindest ausgehen. Ernst gemeint ist oder nicht. Und die Zukunftsfrage meines Bundeslandes wird sich daran entscheiden, ob wir Zuwanderung leben. Weil wenn wir Zuwanderung nicht leben, wenn Zuwanderung nicht unser Thema wird, das wir auch emotional aufnehmen, dann wird dieser Alltagsrassismus, der dort verbreitet wird, einer der größten Schwierigkeiten des Bundeslandes werden. Wir wissen jetzt schon, dass wir ein Viertel aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bis 2040 in die Rente abgeben werden. Und wir haben nicht einmal die Hälfte an jungen Leuten, die dem nachfolgen werden. Das heißt, wir brauchen dringend Zuwanderung und wir brauchen jedes Talent. Jeder Mensch, der bei uns ist, muss seine Talente ausüben können und in diese Gesellschaft auch einbringen können, ohne dass man verächtlich über ihn redet. Sei es Herkunft, sei es Hautfarbe, Haarfarbe, Religion oder Handicap oder ähnliches. Ja. Deswegen ist das weit mehr als einfach nur die Frage, wo kommst du her? Sondern die Frage ist, wie gehen wir als Mehrheitsgesellschaft damit um, dass wir jedem Einzelnen helfen müssen, diesen Weg zu gehen. Jetzt gab es ja ein Fernsehduell zwischen Björn Höcke und dem CDU-Kandidaten. Fabian möchte dazu wissen, was hält er, was halten Sie eigentlich von diesem Fernsehduell zwischen Mario Voigt und Björn Höcke? Klammer auf, das ja zum Zeitpunkt des Interviews schon ausgestrahlt wurde. Würden Sie sich mit Björn Höcke in einem Fernsehduell begeben oder leistet dies seiner Meinung nach, Ihrer Meinung nach, der AfD nur noch mehr Auftrieb? Ist der Bob das? Ich habe alles dazu gesagt, was ich zu sagen hatte in meinem Tagebuch. Man kann das gerne in meinem Tagebuch, müssten Sie dann mal unten einblenden, wie man. Dann wiederhole es nochmal, niemand liest dein Tagebuch. Tagebuch findet. Da habe ich vor dem Duell das alles beschrieben, warum ich dieses Duell falsch finde, warum ich es auch nicht machen würde. Nämlich aus der Perspektive heraus, und da habe ich nochmal genauer begründet, aus der Perspektive heraus, dass Herr Höcke selber das, was er den bürgerlichen Journalismus nennt, ablehnt und auch selber erklärt hat, er wird keine Interviews mehr geben. Das heißt, der selber sagt, die vierte Kraft in unserem Staat, also der Journalismus, dem gibt er keinen Raum mehr, außer seinen eigenen Social Medias und den ihm nahestehenden Kanälen. Da gibt es ja genug, die mittlerweile auch sehr schillernd unterwegs sind und sich an Qualitätsstandards und überprüfbaren Fakten überhaupt nicht mehr orientieren. Wenn man nur noch in der Blase unterwegs ist, dann bedient man auch nur diese Blase. Und genau das ist im Duell ja passiert. Also es gibt eine Auswertung danach, bei der tatsächlich. Ja, Kevin schreibt es gerade im Chat, er hat einfach Angst, sich ihm zu stellen. Davon gehe ich auch aus.
Also Höcke hat Vogt im TV-Duell wirklich komplett zerstört, obwohl Höcke nicht mal eine besonders Stimme abgegeben hat. Ich meine, Höcke ist ja rhetorisch eigentlich stärker als das, was er da im TV-Duell gezeigt hat. Und trotzdem hatte der CDUler wirklich keine Chance. Also, und ich gehe davon aus, dass es mit Ramelow auch so sein würde. Also, du müsstest Höcke wirklich jemanden wie Sarah Wagenknecht entgegensetzen, der auch von einer eigenen, gefestigten politischen Position her argumentiert und der nicht einfach nur laut schreit, sie sind rechtsextrem, sie sind ein Faschist und damit ist erledigt. Oder der ja irgendwelche quatschigen Sätze nachbetet, die man in der Konrad-Adenauer-Stiftung lesen konnte, wie der CDU-Kandidat das gemacht hat. Also das war ja gruselig, was dieser Vogt da erzählt hat. Also null Geschichtskenntnisse, null Ahnung davon, wie unser politisches System funktioniert, sondern einfach ein paar Phrasen auswendig gelernt. Demokratie, Freiheit, Steuersenkung. Also diese ganzen Punkte, die die CDU auch längst hätte umsetzen können, wenn sie das gewollt hätte, die aber, ja. Und ich nehme mal an, bei Ramelow, da wäre das so ähnlich. Ich habe das TV-Duell ja in ganzer Länge kommentiert. Ich glaube, da brauche ich jetzt nicht nochmal einzeln drauf eingehen. Aber ich nehme mal an, bei Ramelow würde das wirklich so ähnlich laufen. Tatsächlich auch bestätigt worden ist, dass über 40% derer, die geschaut haben, sowieso vorher schon AfD wählen wollten. Die fühlten sich bestärkt. Die eigentliche Thematik, warum hat der Professor Vogt es gemacht? Meine These ist, er wollte aus meinem Schatten treten, um deutschlandweit bekannter zu werden. Das hat er erreicht. Der Preis dafür ist, dass wir tatsächlich wieder ein Stück Normalisierung und Alltagstauglichkeit für einen Höcke erzeugt haben. Ja. Und deswegen finde ich es nach wie vor falsch. Nun wurde die Konkurrenz ja größer in den letzten Monaten. Wir sehen, dass eine neue Partei gegründet wurde. Einst einer linken Politikerin, Sarah Wagenknecht, das wissen Sie natürlich. Da möchte jemand wissen, würden Sie einer Dreierkoalition mit der CDU, Sie haben auch schon mal angedeutet, dass Sie theoretisch unter Umständen dafür offen wären, und dem BSW eigentlich eingehen würden? Nein, das sollte das BSW auf keinen Fall machen. Also der Saftladen hier von Bodo Ramelow, die Linkspartei, die gehört sowieso in die politische Bedeutungslosigkeit geschickt. Die hat sich selbst überflüssig gemacht, die hat sich an die Altparteien verkauft und ihr gesamtes Programm aufgegeben. Ramelow ist einer der führenden Köpfe bei. Also erstmal, dass er in Thüringen seine eigenen Wahlversprechen nicht eingehalten hat, beispielsweise Abschaffung des Verfassungsschutzes. Dann, dass er bei der Ukraine-Politik die ganze Zeit quergeschossen hat. Ich meine, da gab es ja viele in der Linkspartei, allen voran Sarah Wagenknecht, die Verhandlungsfrieden in der Ukraine gefordert haben. Und was hat Ramelow gemacht? Er hat immer weiter für Waffenlieferungen und gegen einen Verhandlungsfrieden getrommelt. Also mit solchen Leuten wie Ramelow sollte man auf keinen Fall zusammenarbeiten und mit der CDU erst recht nicht. Also ihr habt doch diesen Vogt gesehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die CDU auf Landesebene in Thüringen, also wie gesagt, da hast du diese großen Themen wie Außenpolitik, wie auf Bundesebene nicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass mit der da irgendwelche so relevanten Veränderungen möglich wäre. Beispielsweise eine Aufhebung der Schuldenbremse und massive Investitionen in Infrastruktur und Bildung. Sowas wird mit der CDU nicht zu machen sein. Und die Linkspartei hat gezeigt, dass sie ja nicht satisfaktionsfähig ist, um es mal freundlich auszudrücken. Würden Sie eine Dreierkoalition mit denen eingehen? Vorausgesetzt, die CDU und die BSW wollten das natürlich. Erstmal habe ich lediglich bei der letzten Umfrage gesagt, wie froh ich bin, dass zum ersten Mal eine Umfrage ist, bei der die AfD unter 30 ist. Das habe ich einfach mal zur Kenntnis nochmal gegeben und habe gesagt, guck doch da mal hin. Es ist also möglich, den Siegeszug der AfD zu stoppen und den Trend zu verändern. Mhm. Es ist mit der Umfrage zumindest das erste Mal sichtbar. Und dann haben die Journalisten gesagt, ja, aber es gibt doch keine verlässlichen Mehrheiten in Thüringen. Da habe ich nur darauf geantwortet, beide Umfragen sagen, CDU, Linke und BSW haben entweder 51% oder 52%. Das ist erstmal eine mathematische Aussage. Mhm. Es heißt nämlich, und das ist meine Bitte, wir müssen aufhören, immer nur über diese 30% zu reden. Aber das machen Sie auch gerade. Also 30%. Sie fragen mich etwas, ich soll Ihnen antworten und jetzt halten Sie es mir vor. Das finde ich nicht fair. Mhm. Also ich bitte Sie auch selber mal darüber nachzudenken, welches Spiel wir dann dabei spielen. Ich habe keine Lust, über die 30% zu reden. Ich habe Lust, über die 70% zu reden oder die 70% plus. Und wenn wir das nicht stärker nach außen tragen, dann können wir den ganzen Tag uns ausgrenzen. Dann wird Herr Höcke und Herr Möller und Herr Brandner sich Popcorn holen und zugucken, wie sie die Demokratie kleinschreddern. Dann sagen Sie mir, wie grenzen Sie sich inhaltlich von BSW vor allem ab? Was macht die Linke jetzt in Thüringen? Ich muss mich überhaupt nicht vom BSW abgrenzen. Verzeihen Sie, ich muss mich überhaupt nicht vom BSW abgrenzen, weil ich gar nicht weiß, wofür die BSW steht. Mhm. Wie erwarten Sie jetzt von mir, dass ich eine Leistung voll... 4 Kernpunkte. Das wurde auch schon gesagt, lange bevor die Partei gegründet war. Ende der Cancel Culture und Bewahrung des freien Diskurses, beispielsweise durch Abschaffung von Repressionsinstrumenten wie dem Verfassungsschutz, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, was man auf Landesebene umsetzen könnte. Wirtschaftliche Vernunft, also endlich wieder massive Investitionen in die deutsche Infrastruktur und Beendigung des irren Wirtschaftskrieges gegen Russland.
Soziale Gerechtigkeit, also Umverteilung, okay, da hat man wohl ein ähnliches Programm wie die Linkspartei, das mag sein, und eine friedensfördernde Außenpolitik. Also ja, das ist das, was eben von Leuten wie Ramelow in der Linkspartei torpediert wurde, was aber auf Landesebene nicht so wichtig wäre. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass man mit CDU und Linken selbst auf Landesebene irgendwas verändern könnte. Also das hielte ich für sehr gefährlich, sich da eine Koalition zu begeben und dann ähnlich zu enden wie die Linkspartei. Also man hat hier ja gesehen, Ramelow ist ja Ministerpräsident und trotzdem hat die Linkspartei keines ihrer Wahlversprechen umgesetzt. Trotzdem steht die Schuldenbremse immer noch in der Thüringer Landesverfassung. Also das sieht man ja auch überall anders, wo die Linkspartei mitregiert. Also was macht die Linkspartei erstmal, wenn sie mitregiert? Sie beschließt beispielsweise eine schwarze Null im Haushalt. Also so eine Finanzpolitik, von der letztlich nur die Reichen profitieren, die letztlich die staatliche Handlungsfähigkeit fesselt und die dafür sorgt, dass man nichts Relevantes verändern kann. Auf Ebene des Landes, wo man die Steuerpolitik nicht mal mehr so sehr an der eigenen Hand hat wie auf Bundesebene, ist das noch viel mehr der Fall, wenn man sagt, wir halten uns an die Schuldenbremse. Wir halten uns an die schwarze Null. Das hat die Linke ja auch in einigen Koalitionen sogar gemacht. Das ist ja noch wesentlich härter als die Schuldenbremse. Lexi schreibt gerade, das Problem an der ganzen Sache ist leider im ÖRR. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass leider im ÖRR Stimmen wie deine nicht gehört werden. Und die alten Leute, welche die mehrere... Okay, warte. Sorry, Lexi, das ist jetzt ein bisschen zu durcheinander formuliert. Und die alten Leute, welche die mehrere im Osten stellen... Obwohl, nee, sorry, das ist jetzt ein bisschen blöd, dass ich das nicht ganz... Ach so, du hast dich verschrieben. Gut, dann lasse ich das mal vorlesen. Dinge, wo das BSW in Thüringen überhaupt noch kein Programm vorgelegt hat. Ich weiß gar nicht, auf was ich Ihnen antworten soll. Das stimmt, da haben Sie recht. BSW Thüringen hat noch kein Landtagswahlprogramm. Es gibt tatsächlich Europawahlprogramme, aber dann sagen Sie mir, wie ist die Linke drauf in Thüringen? Womit möchte die Linke punkten bei der Landtagswahl 2020? Wir haben ein Landtagswahlprogramm, das haben wir beschlossen. Das ist ein sehr konkretes Programm und es sagt unsere Stärken. Das ist eine Frage des programmatischen Ansatzes, zum Beispiel Bildung und Betreuung beitragsfrei. Sehr konkret. Kein Kindergartenplatz, bei dem die Eltern noch Beiträge als Elternbeiträge erbringen. Ich halte das auch für paradox. Wir schaffen Studiengebühren deutschlandweit ab. Das heißt, dem erwachsenen, jungen Menschen ermöglichen wir eine Berufsqualifikation, eine Studienqualifikation und sagen, die Eltern sollen dafür nichts bezahlen. Ich finde das auch richtig. Aber wofür wir dann Kindergartengebühren von Eltern erheben, das verstehe ich nicht. Ich hatte die große Hoffnung, dass die Ampel Wort hält und die Kindergrundsicherung so ausstattet, dass der Kindergarten damit ermöglicht wird und jedes Kind uns gleich viel wert ist. Deswegen Bildung und Betreuung beitragsfrei. 2 Jahre haben wir schon beitragsfrei gestaltet. Das dritte Jahr müssten wir jetzt beitragsfrei gestalten. Ich habe leider keine Mehrheit erreicht. Also aktuell, während wir hier sitzen, sind die letzten Gespräche gerade im Landtag. Ich gehe davon aus, dass es nicht gelingen wird, die Beitragsfreiheit zu erreichen. Ja. Ich bedauere das sehr. Weil wir brauchen auch die CDU wahrscheinlich, die dann mitstimmen würde. Na klar, es fehlen uns 4 Stimmen. Ja. Das Problem ist, dass aber auch meine Koalitionspartner an sich nicht einig sind, ob sie wirklich... Warum verhandelt man nicht mit der AfD? Also vielleicht wäre ja die Höcke-AfD bereit, Beitragsfreiheit zu gewährleisten, wenn man ihr an anderer Stelle entgegenkommt. Nur so, also wenn es einem tatsächlich um die Beitragsfreiheit ginge und nicht um eine ideologisch bedingte Ausgrenzung einer einzelnen Partei. Die Beitragsfreiheit wollen, weil da gibt es eine andere Diskussion, nämlich die Betreuungsschlüsselverbesserung hätte Vorrang. Ich sage, das eine geht nicht ohne das andere und wir müssen endlich dafür sorgen, dass die Eltern aus dem Bezahlsystem komplett raus sind. Ja. Dann würde nämlich keine alleinerziehende Person mehr zu einer Behörde gehen müssen, um irgendwelche Anträge zu stellen. Und die, die genügend Einkommen haben, also zum Beispiel ein Ministerpräsident, der hätte von seinem Steuerfreibetrag einen viel höheren Vorteil, wie die da Person, die zum Amt gehen muss. Und das finde ich ungerecht. Das ist ein Thema, das wir als Linke klar nach außen tragen. Die zweite ist eine Bildungsreform, die den Namen verdient hat. Im Moment haben wir eine Schulrechtsreform, die ist gestern abgeschlossen worden. Das ist eine reine technische Organisation. Das ist keine wirkliche Reform, sondern da werden technische Probleme mehrheitlich im Landtag endlich geregelt. Technische Probleme, können Sie es weiter definieren? Das ist eine Beschulung außerhalb des Bundeslandes oder von außerhalb des Bundeslandes bei uns. Das sind sozusagen die grenznahen Bereiche, wo die Schule vielleicht 2 Kilometer entfernt ist, aber im anderen Bundesland ist. Ja. Dass solche Dinge ermöglicht werden. Ja, jetzt hat, ist ja gerade eh nicht so interessant, was Ramelow hier erzählt. Er erzählt ja jetzt, warum das, was er will, angeblich nicht kommen kann. Hat nicht viel damit zu tun, dass man die AfD kategorisch ausschließt und sich nicht auch die AfD zur Mehrheitsbildung heranzieht. Einfach in einem Bundesland, wo eine Minderheitsregierung regiert, da sollte man mit allen sprechen. Einfach damit überhaupt noch Politik gemacht werden kann. Also ansonsten kann ja die CDU alles blockieren, was sie will und die FDP. Und CDU und FDP sind sich ja sowieso in den meisten Punkten einig, also können die eben alles
blockieren. Das heißt, das einzig Vernünftige wäre, wenn es einem tatsächlich um die Menschen im Land ginge, mit der AfD zu reden. Rixi hat jetzt nochmal das kommentiert, was er vorhin schon kommentiert hatte, nur jetzt ein bisschen geordneter. Im Osten wird die Mehrheit von den Alten gestellt, welche nur den ÖRR als Medium konsumieren. Das hat zur Folge, dass Personen wie du nicht gehört werden. Da kann man nur froh sein, dass wir Ossis aus Fehlern lernen. Daher toi toi toi, nächste Wahlperiode eine Veränderung bringt. Ja, das hoffe ich auch. Das hoffe ich auch. Ja, aber die Ostdeutschen sind doch wesentlich kritischer als die Westdeutschen. Also das kann man ja schon sagen. Also im Osten, hatte ja die Linke immer wesentlich höhere Wahlergebnisse als die Altparteien, und die AfD hat jetzt auch wesentlich höhere Wahlergebnisse. Also was grundsätzliche Skepsis gegenüber der Regierungspolitik angeht, da sind die Ostdeutschen wesentlich kritischer und ja, informieren sich auch wesentlich mehr aus anderen Quellen, habe ich das Gefühl. Also auch bei dieser Kriegshetze gegen Russland, da machen die Ostdeutschen irgendwie so fast überhaupt nicht mit. Das ist zumindest mein Gefühl, und ich glaube, das deckt sich auch mit aktuellen Umfragen. Ich meine, dass sich Michael Kretschmer so äußert, wie er das tut, zu den Russland-Sanktionen, also das ist ja ein CDU-Ministerpräsident, das hat ja auch was damit zu tun, dass in Sachsen diese aggressive Außenpolitik gegenüber Russland und der Wirtschaftskrieg, die Waffenlieferung an die Ukraine, dass das alles sehr, sehr kritisch gesehen wird. Also ich glaube ehrlich gesagt, die Ostdeutschen sind die besseren Demokraten als die Westdeutschen, und ich vermute auch, dass dort mehr Menschen sich aus alternativen Medien informieren werden. Ah, ist nur eine Vermutung von mir. Müsste ich mir jetzt nochmal Statistiken zu ansehen, aber das würde ich bei den Wahlergebnissen und dem allgemeinpolitischen Klima da eher denken. Werden und auch abrechenbar gestaltet werden. Das ist so ein Beispiel. Das, was oft an Bürokratie scheitert oder wo es manchmal falsch geregelt ist, weil es irgendwann in der alten Zeit mal geregelt war. Das ist jetzt abgeräumt. Was ich möchte, ist längeres gemeinsames Lernen. Das heißt, schon vom Kindergarten beginnend die Bildungskohorte so mobilisieren, dass die Menschen, die sich auf den Weg machen, einfach auch merken, wir müssen lernen. Wir werden keine Bulimie-Vermittlung als Erfolgsmodell haben. Länger gemeinsam lernen bedeutet einfach länger gemeinsam, beispielsweise Klasse 1 bis 8. 6 oder 8 in dem Fall. Ja, und danach ist eine Vorstellung. Und ich bin Westdeutscher, ich kenne das gar nicht. Hier hat es das gegeben mit der Polytechnik und der polytechnischen Oberstufe. Und da habe ich einfach gesehen, dass die Frage der Berufsorientierung, der Berufspraxis hier strukturell besser angelegt war. Interessant, wenn man auf das Bildungssystem DDR guckt, nicht auf den Inhalt, ich rede jetzt ausdrücklich nicht von Wehrkundeunterricht. Sondern von der Konstruktion. Die formale Struktur, dann stellen Sie auf einmal fest, dass die Finnen genau sich das abgeguckt haben, auf ihr Land adaptiert haben. Also sie haben nicht die Inhalte übernommen, sie haben aber aus der Struktur gelernt. Und wir eiern immer noch rum mit dem westdeutschen Modell nach Klasse 4 die Trennung vorzunehmen und glauben, dass wir damit Elitebildung haben, wenn aber gleichzeitig der Abiturjahrgang immer höher wird. Dann haben wir am Ende eine Fehlentwicklung, weil die jungen Leute. Ja, was völlig logisch ist. Also, wenn du so eine Dreiteilung hast und dann sagst, so, wer aufs Gymnasium kommt, der hat später wesentlich bessere Chancen, und zwar egal, ob er Ausbildung machen will. Ich meine, Ausbildung, du kannst ja nach der 10. Klasse vom Gymnasium abgehen und dann hast du einen erweiterten Realschulabschluss. Dann wird eben der Großteil der Kinder Gymnasialabschluss anstreben. Also das ist völlig logisch. Entsprechend könnte man die Kinder auch bis zur 10. Klasse komplett zusammen unterrichten und das dann das später aufsplitten. Dann hätte man nicht diese unterschiedlichen Lehrpläne und dann ja, könnte man sich eine Menge Doppelstrukturen sparen. Und ja, wie gesagt, also mittlerweile mehr als die Hälfte des Jahrgangs, Ramelow sagt es gerade selber, geht ohnehin zum Gymnasium. Also das Gymnasium, das ist schon so eine Art Gesamtschule geworden zum großen Teil. Also diese ursprüngliche Idee, die vielleicht noch zu Kaiser-Wilhelms-Zeiten stimmte, dass man da wirklich nur den Teil der Kinder ausbildet, der später auch wirklich ein Studium macht und alles, also wo vielleicht nur 10% der Kinder zum Gymnasium gegangen sind, das stimmt ja heute nicht. Also das stimmt ja einfach nicht mehr. Da hatte die DDR durchaus ein wesentlich moderneres Bildungssystem als die BRD. Leute einfach nicht mitkriegen, dass ein dualer Weg, also duale Ausbildung, ihnen sogar ein viel höheres Unterstützungsgerüst geben würde, mit dem sie ihr Leben lang gut klarkommen. Und da, was wir gemacht haben, das haben wir schon gemacht. Wir haben jetzt den Unterrichtstag in der Praxis wieder eingeführt. Der steht jetzt in der technischen Liste auch ausdrücklich drin, damit wieder die Frühförderung in einen Betrieb zu kommen, aus einem Betrieb heraus zu sehen, was geschieht da eigentlich, zur Normalität wird. Und wir haben drei Handwerkergymnasien eingeführt. Das heißt, in ganz Deutschland gibt es kein Bundesland, in dem es sowas wieder gibt, in dem man ein Abitur und ein
Beruf gleichzeitig absolvieren kann. Das heißt, das sind die Kernthemen, mit denen Sie sagen, oder vor allem die Themen, mit denen Sie sagen, Landesthemen. Sie landespolitische Themen, die meine Zuständigkeit sind. Bildungspolitik ist Landespolitik, das ist der Föderalismus. Ja. Die einen würden ihn gerne abschaffen, ich würde ihn wenigstens nutzen, um damit die Türen zu öffnen, wieder zu mehr Praxisorientierung und einer viel dauerhafteren Anlage von Lernen, selbstständig lernen, denn die digitale Welt wird uns zwingen, dass alles das, was wir mal als Handwerkszeug gelernt haben, morgen wieder überprüft und neu gelernt werden kann. Stichwort. Ja, da muss ich sagen, da hat Ramelow jetzt tatsächlich mal einen Punkt und da scheint er laut eigener Beschreibung schon einiges umgesetzt zu haben. Wenn ihr aus Thüringen kommt und ihm widersprechen möchtet, also ich weiß ja nicht viel vom Thüringer Bildungssystem, ich habe das nur in meinem eigenen Bundesland mitbekommen, hier läuft das nicht so wie in Thüringen, dann schreibt es gerne in die Kommentare, aber grundsätzlich klingt das sinnvoll, was er da gerade erzählt hat. Junge Erwachsene, Mr. X hat auch gefragt, momentan ist es für junge Erwachsene sehr schwierig, ein Haus auf dem Land zu bauen. Thüringen ist ja auch ein ländliches Land. Ich bin heute Morgen auch hergefahren und dachte, wunderschön, hier müsste ich sofort Rennrad fahren gehen tatsächlich. Also gestiegene Baukosten, hohe Zinsen, vorgeschriebene Gesetze für klimafreundliche Häuser. Zudem sind die Öffis nicht gut ausgebaut. Erläutern Sie bitte Ihren Plan, um die Landflucht zu stoppen, wenn Sie sie überhaupt stoppen möchten. Das wäre die nächste Frage. Und wie Sie die Dörfer für junge Erwachsene attraktiv machen wollen in Thüringen. Ich glaube, dass der Fragesteller einem Irrtum aufsetzt, dass die Landflucht damit was zu tun hätte. Wir haben eine ganz einfache und eine ganz banale und eine unglaublich gefährliche Landflucht, die ganz anders abläuft. Es sterben mehr Menschen, als geboren werden. Mhm. Da flüchtet niemand. Da ist niemand mehr da. Das ist ein Problem. Und wir müssen darüber reden, dass wir Ansiedlung auch ermöglichen. Deswegen ist die Frage, wie ermöglichen wir, dass zum Beispiel leerstehende Gebäude nutzbar gemacht werden? Wie ermöglichen wir es, sowas wie eine Muskelhypothek, so nannte man das früher. Also was kann ich selber tun? Da gibt es ein paar gute Beispiele, die ich für förderfähig und fördernotwendig halte. Die Stiftung Landleben zum Beispiel in Kirchheiligen, das ist eine Dorfstiftung. Die hat angefangen, große Häuser, in denen nur noch eine einzelne Person lebt, zu kaufen und den einzelnen Personen aber im Ort ein Bungalow gebaut. Mhm. Und dieser Bungalow ist barrierefrei, ist altersgerecht und die sind so dicht beieinander, dass sie das Dorf nicht verlassen. Die müssen auch in keine Heim. Basiert aber trotzdem auf der Zustimmung von den Leuten, die natürlich in das neue Zuhause müssen. Es geht alles nur mit Zustimmung. Ja. Für nichts anderes trete ich ein. Ich rede von kreativen Modellen, die in der Region selber getragen werden. Und deswegen mein Beispiel dort. Die haben dann die großen Häuser verkauft, haben dafür junge Familien gesucht und das Grundprinzip war, es müssen Familien mit Kindern sein. Und die haben dann ein preiswertes Angebot gekriegt und die konnten dann aussuchen zwischen Muskelhypothek oder Ausfinanzierung. Also entweder über Miete, Refinanzierung. Das Ergebnis ist, dass in Kirchheiligen die Frage der Kindergartenauslastung geklärt ist. Sie haben genug Kinder. Und in mehreren Dörfern experimentieren wir gerade mit Bürgerbussen. Also ist ja die Frage von Öffis, die ja gerade. So bin ich öffentlich. Ja, auch da muss man sich ehrlich machen. Ein 50er oder 60er Bus durch die Landschaft zu schicken, wenn keiner einsteigt und keiner aussteigt, dann nutzt es auch nichts, 3 weitere Busse zu schicken. Die Frage ist, wann komme ich von A nach B, wenn ich im ländlichen Raum wohne? Und wir haben eine kleinteilige Siedlungsstruktur, also wir gehören zu den Bundesländern mit der kleinsten Siedlungseinheit. Wenn Sie im Ostthüringer Bereich sind, haben die Dörfer Weiler, die haben 60 oder 70 Einwohner. Dort nützt Ihnen die Frequenzverbesserung mit dem großen Bus gar nichts, weil der Bus dann meistens über lange Strecken fast leer fährt. Dort experimentieren wir jetzt mit den Bürgerbussen, Anrufsammeltaxis oder eben mit einer Garantie, dass man innerhalb von 2 Stunden abgeholt wird. Das heißt, wir wollen auch neue Wege gehen und ganz deutlich sagen, im Landkreis Kronach wird das praktiziert. Der ganze Landkreis Kronach ist so umgestellt worden. Das ist sozusagen meine Modellvorstellung. Das bedeutet, dass wir auch aufhören müssen, immer größere Busse zu kaufen und zu glauben, dass wir damit das Problem lösen, sondern wir müssen die kleine Mobilität zu einer Normalität machen, damit sie als Angebot auch genutzt werden kann. Kann da das Deutschlandticket eigentlich helfen? Also, das könnte da helfen, aber das Problem ist, dass dieses Deutschlandticket, das ich sehr begrüße, ich würde noch gerne das Jugendticket dazu haben, dass wir eben nicht nur das Studierendenticket haben. Können Sie ja. Also Sie brauchen natürlich die Mehrheit dafür. Ja, wenn wir das Geld haben, wenn Sie mir sagen, wo das Geld herkommt. Das ist nicht meine Aufgabe tatsächlich. Schuldenbremse aufheben, im Bund dich dafür einsetzen, dass der Bund die Schulden der Länder übernimmt. Also aktuell sind Bundesländer, vor allem ländliche Bundesländer wie Thüringen, wenig Industrie, in der Finanzpolitik so dermaßen eingeschränkt, dass sie gar nicht eigenständig überhaupt Großpolitik machen können. Also das ist ja gerade der Fall. Deswegen kannst du dich denn nur auf Bundesebene dafür einsetzen, dass sich an der Finanzgestaltung irgendwas ändert. Und solange wie sich nichts ändert, musst du halt Schulden machen. Also es ist aktuell leider der Fall, dass Bundesländer nicht die Möglichkeit haben, großes Geld einzusparen. Die meisten Aufgaben sind Pflichtaufgaben, die müssen sie erfüllen. Beziehungsweise die sollten sie auch erfüllen. Also beispielsweise, ich glaube, es will keiner, dass die Polizei kaputt gespart wird oder das Bildungssystem kaputt gespart wird. Und
an der Steuerpolitik können Bundesländer auch nichts groß ändern. Also ob eine Vermögenssteuer eingeführt wurde oder nicht, das entscheiden nicht die Bundesländer, das entscheidet der Bund. Auch wenn die Einnahmen dann in die Bundesländer gehen würden bei einer Vermögenssteuer. Also alleine deswegen müssen Bundesländer darauf warten, dass im Bund was an den Länderfinanzen neu geregelt wird. Aber solange das nicht der Fall ist, einfach Schulden machen. Schuldenbremse aus den Länderverfassungen streichen und Schulden machen. Also anders geht es nicht. Und dann darauf hoffen, dass deine eigene Partei im Bund an die Macht kommt und da die Länderschulden einfach auf Bundesebene übernimmt. Also anders geht es nicht. Also es gäbe noch einen anderen Weg, der wäre tatsächlich etwas komplizierter, aber der bietet sich für Bundesländer eher nicht an. Der heißt nämlich Lohndumping. Aber das ist sehr gefährlich, das ist ein Race to the Bottom, das hilft am Ende keinem. Aber wie gesagt, der andere Weg heißt Schulden machen und ja, da musst du das halt auf Bundesebene neu regeln. Sehen Sie, aber meine Aufgabe ist es, dass die Frage des Schienenpersonenverkehrs eigentlich eine Bundesaufgabe ist. Der Bund hat sich das entledigt, indem er es an die Länder abgegeben hat. Dafür zahlt er Regionalisierungsmittel. Aber es ist eine Bundesaufgabe. Ich darf darauf hinweisen, steht in der Verfassung. Die Deutsche Bahn ist ein Teil des Verfassungsauftrages der Bundesrepublik Deutschland. Richtig, wir reden, aber wir haben ja gerade über die Versorgung auf dem Land gesprochen, was mit Bussen und mit den Und der Metallen. Schienenverkehr wird von uns bezahlt. Mhm. Und der nicht vorhandene Fernverkehr muss aus diesen mangelnden Regionalisierungsmitteln auch noch bezahlt werden. Also dass Gera keinen Fernverkehr mehr hatte. Ist keine Entscheidung, die wir getroffen haben. Die hat die Deutsche Bahn getroffen, indem sie gesagt hat, sie lassen einfach keine Fernverkehrszüge laufen. Dass auf der Saalbahn die Fernverkehrszüge eingestellt worden sind, als die ICE-Trasse über Erfurt geplant wurde, sind alles Fehlentscheidungen, die der Bund getroffen hat. Dort haben wir die Züge jetzt aus Regionalisierungsmitteln selber bezahlen müssen. Dann fehlt mir das Geld für den Bus oder den Regionalverkehr, den ich noch zwischen den Strecken, den Bahnstrecken brauche. Und trotzdem musste ich dann die Frankenmagistrale wieder ständig bezahlen. Wir mussten von Gera ins Ruhrgebiet eine neue Linie aufbauen und das Ganze so auf dem Thüringer Streckenabschnitt müssen wir komplett als Regionalzug bezahlen. Auf das Problem will ich nur aufmerksam machen. Da kann man nicht sagen, ja, das interessiert mich nicht. Ich trage die Verantwortung dafür und habe entschieden, dass Gera nicht mehr abgehängt wird. Ich habe entschieden, dass Saalfeld nicht abgehängt wird und dass Jena einen neuen IC-Knotenpunkt bekommt, weil über den Knotenpunkt können wir dann alle anderen Nahverkehrsanbindungen auf den Knotenpunkt bewegen. Das ist ja gut, deswegen sitzen wir hier, um solche Sachen auch zu klären. Letzte sozusagen Frage auf inhaltlicher Seite, bevor wir tatsächlich auch auf kritische Fragen nochmal für Sie zu sprechen kommen. Aber tatsächlich wollte auch noch Lukas wissen, welche positiven 5 Dinge Sie sagen würden, die Sie erreicht haben in den letzten 5 Jahren, in welcher Sie Ministerpräsident von Thüringen waren. Bevor wir dazu kommen, nochmal zur Deutschen Bahn. Ramelow hat es gerade völlig richtig gesagt, auch da muss man auf Bundesebene regieren. Ihr merkt schon, man kann im Bundesland einiges machen, vor allem im Bereich der Bildungspolitik, aber die meisten sind auch Bundesangelegenheiten. Das heißt, solange man im Bund nicht regiert, wird es schwierig, grundlegend etwas zu verändern. Das ist leider so. Alleine deswegen sollte sich das BSW meiner Meinung nach nicht leichtfertig in irgendeine Koalition in einem Bundesland zwingen lassen oder meint, da reingehen zu müssen, nur um dann Ministerposten zu haben. So viel gestalten kann man da nicht. Auf Bundesebene, da kann man gestalten, da kann man blockieren. Aber auf Landesebene, ja. Also da lassen dich am Ende deine Koalitionspartner totlaufen, wenn du da was gestalten willst. Also das Minimum, was das BSW durchsetzen müsste, wäre eine Streichung der Schuldenbremse aus der Landesverfassung, damit es überhaupt die Möglichkeit hätte, etwas zu gestalten. Und da müsste es natürlich auch das Finanzministerium unter seine Kontrolle bringen, damit man die Geldmittel hat, um dann überhaupt gestalten zu können. Aber das wird ja in der Koalition nicht der Fall sein, dass Linke und CDU sich auf eine Streichung der Schuldenbremse und einlassen und dem BSW dann das Finanzministerium geben. Also das ist ja sehr, sehr unwahrscheinlich. Das muss man ja schon realistisch sehen. Also alleine deswegen wäre ich eher dagegen, sich in Bundesländern an irgendeiner Koalition zu beteiligen. Bei beitragsfreie Kindergartenjahre habe ich gerade angesprochen. Die Frage von mehr Gemeinschaftsschulen als neue Perspektive, längeres gemeinsames Lernen, die drei Handwerkergymnasien, der Unterrichtstag in der Praxis sind nur einige der Beispiele. Dazu kommt eine ganze Reihe von anderen Entscheidungen, die man im Alltag gar nicht so bemerkt. Also 3 Hallen, die ligatauglich gemacht worden sind, war ein Versprechen, das ich auch eingehalten habe. Schloss Reinhardsbrunn vor dem Verfall zu schützen und damit den Verbrechern, die vorher wirklich das Schloss, das ein Kulturgut ist, in die der Zerstörung freigegeben haben, durch einen komplizierten
Rechtsverfahren aber angehalten und damit in Deutschland zum ersten Mal Geschichte geschrieben, nämlich mit dem Denkmalrecht eine Enteignung vorzunehmen. Das sind nur einige der Beispiele, mit denen ich mich mit praktischer Politik rumbewege und auch deutlich mache, ich habe keine Zeit für ideologische Debatten. Ich bin für Landespolitik verantwortlich. Ach ja, wieso wird die AfD dann grundsätzlich ausgegrenzt und ihr Spitzenkandidat als Faschist diffamiert? Also könnte man dann nicht auch mit der AfD zusammenarbeiten? Bei gewissen, warum versucht man da nicht Kompromisse zu finden? Es macht mir Freude. Und wenn ich dann darauf hinweisen darf, wir haben mit unserem Vietnam-Projekt für Deutschland Maßstäbe gesetzt. Wir haben aktuell 767 Auszubildende aus Vietnam, die in Thüringen ihre Erstausbildung machen. Wir haben jetzt die ersten zwei Hochschulen in Vietnam, die nach Thüringer Standards ihre Berufsabschlüsse machen. Also die Frage der Berufsanerkennung damit schon erledigt ist, wenn sie dort ihren Abschluss gemacht haben. Das heißt, wir sind so eng mit Vietnam verbunden, mit der Mongolei bauen wir es gerade auf. Mit Ecuador habe ich heute das Gespräch gehabt. Also die Frage, wie kriegen wir Zuwanderung in Arbeit, Zuwanderung in Ausbildung, Zuwanderung in Hochschule. Das ist mein Thema, mit dem ich mich den ganzen Tag beschäftige. Das ist ja gut, deswegen haben wir darüber gesprochen. Lukas kommt übrigens aus Hessen, also hat gar nicht so viel mit Thüringen zu tun, außer das Nachbarland tatsächlich. Aber, ja, aber dass er in Hessen leben kann, die Frage ist ja Nord- oder Südhessen und die entscheidende Frage, ja, schauen Sie, nur, dass man in Hessen dann stolz auf Marburg ist, hängt mit der heiligen Elisabeth zusammen und wo kam die wieder her? Wahrscheinlich aus Thüringen, wenn Sie so fragen. So ist es nicht, nur wahrscheinlich. Aber vorher kam sie aus Ungarn. Deswegen sage ich immer, wer jetzt hier von Remigration redet, der müsste dann unsere Kultur auch, unsere Kulturträger remigrieren, weil auch die Familie Bach waren ungarische Glaubensflüchtlinge. Oder das, was die Christianisierung ausgelöst hat. Von Hessen kommend nach Thüringen war Bonifatius ein irischer Mönch. Lustigerweise hat irgendjemand kommentiert, ich weiß gerade den Namen nicht mehr, dass man doch ein paar Bundesländer zusammenlegen sollte. Den Versuch hat es immer gegeben. Bei Hessen und darüber, Thüringen zusammen. Ja, oder Lukas zieht einfach nach Thüringen. Wir operieren ja ganz stark mit Hessen zusammen. Es gibt eine starke Kooperation. Der DGB ist Hessen-Thüringen, die Landesbank ist Hessen-Thüringen, der Bauunternehmerverband ist Hessen-Thüringen und so weiter und so weiter. Wir haben sogar einen Betrieb, der in Hessen und Thüringen gleichzeitig unterirdisch baggert, Kali und Salz und auch das. Da sind 3.500 Bergleute unter hessisch und thüringischer Erde gemeinsam und bauen da unten das weiße Gold ab. Also ist doch noch ein bisschen Frieden zwischen Hessen und Thüringen. Das ist absolut. Also es ist eine wirklich gute Nachbarschaft. Ja. Es ist auch eine gute Kooperation. Also, jetzt haben wir die Frage von Lukas geklärt. Es gab aber noch ein paar andere, die sich, wir sind jetzt sehr viel tatsächlich auf die inhaltliche Ebene gegangen. Sie konnten sagen, worauf Sie stolz sind, was gut ist und was Sie aber nur, weil Sie gefragt haben. Ja, absolut. Von mir aus hätte ich das nicht erzählt. Aber das ist ja neben Politikerinnen und Politiker auch dankenswerterweise immer auch wahr, tatsächlich. Tatsächlich, Björn Becker möchte allerdings auch wissen. Lexi, du forderst hier gerade höhere Löhne, oder? Wenn du die Löhne erhöhst, da nicht die entsprechende Produktivität hast, dann wandert die Industrie ab. Das ist ein großes Problem. Das heißt, dann bräuchtest du nochmal staatliche Subventionen, um das zu machen. Was haben Sie oder was hat er persönlich bzw. seine Partei falsch gemacht, sodass es zu den hohen Umfragewerten, wir haben gerade eben schon gesprochen, anderer Parteien kam? Wenn ich die Zusammenlegung von Ländern bewerten würde, negativ. Das ist ein Abbau von Demokratie. Also dadurch werden Entscheidungen nicht mehr dort gefällt, wo die Bürger leben, sondern in einer weit entfernten Stadt. Also ja, natürlich kann man jetzt darüber diskutieren, ob solche Länder wie Hamburg oder Bremen, die ja nur eine einzelne Stadt umfassen, beziehungsweise im Fall von Bremen zwei Städte, Bremen und Bremerhaven, ob man die nicht dem benachbarten Bundesland einfach hinzufügen sollte. Aber ja, es hat sich jetzt so eingelebt in Deutschland mit diesen 16 Bundesländern und ich sehe nicht, wieso wir ja da Länder zusammenlegen müssen. Also sehe ich nicht, wenn man Hessen und Thüringen jetzt zusammenlegen würde, dann ist es angesichts der Bevölkerungsentwicklung sehr wahrscheinlich, dass am Ende nur noch Politik für die stärker urbanisierten und wirtschaftlich höher entwickelten Regionen in Hessen gemacht werden würde und Thüringen dann komplett runterfallen würde. Also das würde dann wahrscheinlich passieren, meiner Ansicht nach. Also deswegen, auch wenn es dann gemeinsame Transfermechanismen gäbe, wenn man ein gemeinsames Bundesland hätte, das würde dem wieder entgegenwirken. Also es ist spekulativ, aber man sieht das ja, wenn man Landkreise zusammenlegt. Also dann kleinere, bevölkerungsärmere Landkreise legt man dann mit größeren zusammen und letztendlich wandert dann das Geld, was vorher schon nicht, also wandert dann das Geld nur in die größeren Landkreise, das, was man jetzt an Verwaltungsstrukturen einspart, das ja davon profitiert dann der bevölkerungsärmere und strukturschwächere Landkreis überhaupt nicht, sondern er wird weiter entvölkert und ja, letztendlich wird das Geld dann nur in den Zentren investiert. Ich konnte gerade deine Aussage nicht hören. Lexi, zu deiner Forderung nach Lohnerhöhungen. Also Lohnerhöhungen, die kannst du machen, aber nur bis, also in staatlichen Betrieben kannst du die immer machen, das ist jetzt nicht das große Problem. Aber bei Privatunternehmen, da kannst du die Löhne nicht einfach so auf Westniveau anheben, denn die Produktivität, die ist in den ostdeutschen Bundesländern wesentlich geringer als in den westdeutschen.
Und wenn du da die Löhne jetzt um 20% anhebst, dann wandern da die Unternehmen ab. Das heißt, du müsstest da erstmal Industrie ansiedeln, du müsstest da erstmal die Unternehmen ansiedeln, die die notwendige Produktivität haben. Das heißt, du kannst diese Löhne nicht in einem Schlag anheben. Wahrscheinlich wäre es besser gewesen, wenn man in der DDR ein paar Jahre damals die, also auf jeden Fall wäre es besser gewesen, wenn man da ein paar Jahre die DDR-Mark beibehalten hätte. Also so für einen Übergangszeitraum von 10, 20 Jahren und dann später irgendwann den Euro eingeführt hätte. Dann wäre die DDR oder Ostdeutschland jetzt wahrscheinlich schon auf dem gleichen Niveau wie Westdeutschland. Wenn man das alles ein bisschen besser gemanagt hätte nach der Wende. Aber man hat ja die ostdeutsche Wirtschaft absichtlich kaputt gemacht, damit die westdeutschen Betriebe das übernehmen konnten. Und ja, darunter leidet Ostdeutschland noch heute. Ja, seit der Wende hätte man sich drum kümmern müssen, aber man hat es ja absichtlich kaputt gemacht. Also es hat ja über 15 Jahre gedauert, bis Ostdeutschland wieder auf dem Niveau war wirtschaftlich, was die DDR 1989 erreicht hatte. Also das war ja erstmal wie in ganz Osteuropa ein massiver Abfall. Also ich glaube, es sind insgesamt 1,5 Billionen Euro an Subventionen aus dem Bundeshaushalt in die ostdeutsche Wirtschaft geflossen. Aber das hat nicht im Ansatz gereicht, um die Deindustrialisierung zu kompensieren. Also da müsste man wirklich aktive Industriepolitik machen, da müsste man 100 Milliarden Euro investieren wahrscheinlich. Also wahrscheinlich sogar über 1 Billion. Also das wäre ein riesige Geldsumme, die man da investieren könnte. Und dann hätte man nach 10 Jahren vielleicht gleiche Löhne in Ost und West. Also wenn man, wie gesagt, wenn man da jetzt wirklich massiv investieren würde, dann hätte man nach 10 Jahren wahrscheinlich gleiche Löhne. Und jetzt nochmal was sehr, sehr Interessantes. Wenn du in Westdeutschland die Löhne stärker anheben würdest, dann würde davon Ostdeutschland wahrscheinlich überproportional von profitieren. Also das klingt jetzt erstmal, vollkommen widersprüchlich. Aber wenn du jetzt in Westdeutschland sagen würdest, okay, wir erhöhen da die Löhne jetzt jedes Jahr wesentlich stärker als vorher, so jetzt jedes Jahr um 5-6%, dann würden viele Industriebetriebe, die vorher in Westdeutschland waren, nach Ostdeutschland abwandern. Oder in andere Länder der Europäischen Union. In Deutschland sind die Löhne ja sowieso viel zu schwach gestiegen. Also das ist was sehr Interessantes. Nee, nicht juhu, noch 10 Jahre Ausbeutung. Also du wirst wahrscheinlich deutlich länger als 10 Jahre. Also solange man daran nichts ändert, bleibt der Abstand erstmal ungefähr gleich oder er verringert sich nur sehr, sehr langsam. Also wahrscheinlich noch eher 50 Jahre ungleiche Lebensverhältnis. Also ist jetzt völlig freigenannte Zahl, kann auch noch 100 Jahre so weitergehen. Solange sich politisch nichts ändert, gibt es keinen Grund, warum die Löhne sich angleichen sollten. Aber ich meine nur, wenn du jetzt per Federstrich sagen würdest, so alle Betriebe in Ostdeutschland müssen jetzt die Löhne auf Westniveau anheben, dann ja, dann würde da die Industrie abwandern, die Arbeitslosigkeit nach oben gehen und letztendlich würden viele Betriebe dann vielleicht wieder nach Westdeutschland wandern. Also das ist, oder in andere Länder der Europäischen Union. Also dann würden sie vielleicht sogar noch weiter nach Osten wandern. Also beispielsweise nach Tschechien, Polen. Also da ist das Lohnniveau ja auch geringer. Also so einfach ist das tatsächlich nicht. So einfach ist das leider nicht. Wie beispielsweise der AfD. Oder sind Nein, der Aufstieg der AfD ist eine andere Perspektive. Der ist nicht die Frage des Niedergangs meiner eigenen Partei. Der Niedergang meiner eigenen Partei ist hausgemacht. Den will ich überhaupt niemand anders in die Schuhe schieben. Das ist, wenn man sich als Partei nicht als plurale Organisation aushält, wenn man sich nicht gegenseitig auch mal unterschiedliche Standpunkte sagt und diese unterschiedlichen Standpunkte dann auf Parteitagen auch mal klärt, dann macht sich jeder irgendwann auf und denkt sich, das deutsche Leiden, 3 Linke in Deutschland sind 4 Spaltungen. Das ist leider alte Tradition. Ich war derjenige, der mal aus 2 verschiedenen Parteien eine neue gemacht hat. Ich bedauere ausgesprochen, dass diese neue, so entstandene Partei sich jetzt schon wieder aufgemacht hat, sich wieder in 2 neue zu verteilen. Aber schauen Sie, ich leide weniger darunter, was bei mir falsch gemacht worden ist, weil ich habe es ja erlebt und bedauere es. Ich habe aber meine immer davor gewarnt, habe gesagt, schaut euch die Rifondazione Comunisti an in Italien. Die haben sich am Ende gestritten über Symbole. Und das Ergebnis war, dass sie aus allen Parlamenten rausgeflogen sind, weil der Wähler will nicht wissen, über welches Symbol ihr euch streitet, sondern der Wähler will wissen, welches Vertrauen habe ich darauf, dass sich für mich was ändert, wenn ich bei euch das Kreuz mache. Und die eigentliche Gefahr, die ich sehe, ist eben tatsächlich die Normalisierung von Faschismus. Und da gibt es eine Unterscheidung zwischen der AfD im Westen und der AfD im Osten. Die AfD im Osten partizipiert nochmal von dem Protestvolumen, das früher die PDS abgeräumt hat. Wenn Sie jetzt nochmal tatsächlich auf sich selbst schauen, nur aus meiner Wahrnehmung heraus haben Sie so einen ähnlichen Effekt wie wie der Ministerpräsident aus Baden-Württemberg. Beide, also Sie eingeschlossen, sehr erfolgreich. Also es ist doch sehr interessant, dass Ramelow hier irgendwie allgemein von Spaltung der Linkspartei redet, ohne hier seine eigene Rolle zu sehen. Ich meine, es war ja Ramelow, der grob gegen das Programm der Linkspartei plötzlich Waffenlieferungen in Kriegsgebiete forderte.
Es ist ja Ramelow, es war ja Ramelow, der hochrangige Parteimitglieder wie Sarah Wagenknecht persönlich angegangen ist, weil die sich halt an das alte normale Programm der Linkspartei, welches halt Friedenspolitik vorsah, gehalten haben. Also es war ja Ramelow, der diese Spaltung massiv vorangetrieben hat. Es war Ramelow, der beispielsweise Wahlversprechen, ich hatte es vorhin schon gesagt, Abschaffung des Verfassungsschutzes, nicht eingehalten hat. Also wenn einer die Linkspartei gespalten hat, dann war das Bodo Ramelow. Obwohl auch mit der Partei, Landespartei sehr erfolgreich, deutlich erfolgreicher als auf Bundesebene. Was könnte sich die Linke in dem Fall auch auf Bundesebene von Ihnen abschauen, von der Linken in Thüringen? Auch wenn die Linke in Thüringen tatsächlich auch ein bisschen verloren hat, aber vergleichsweise ist sie immer noch ziemlich erfolgreich. Ja, gemessen am deutschen Durchschnitt sind wir immer noch doppelt bis dreimal so stark wie das, was alle anderen zu bieten haben und gemessen an dem allgemeinen Durchschnitt. Insoweit will ich das gar nicht schönreden. Also, dass wir, wenn morgen eine Umfrage ist, ob wir in den Bundestag noch reinkommen und dann eine 3 oder eine 4 da ist, schmerzt mich das. Das finde ich, hat Deutschland nicht verdient. Aber nochmal, die Verantwortung dafür liegt bei uns und nicht bei den anderen. Und wenn Sie fragen, was könnte man machen? Ja, mehr praktische Politik verbinden mit dem inhaltlichen Anspruch, warum man aus dem linken Spektrum agiert. Es gibt ja einen Unterschied. Und der Unterschied ist eben, dass wir sagen, eine Gesellschaft muss sich gemeinsam aushalten. Das heißt, wenn ich den Satz präge, Reiche und Arme müssen sich aushalten in der Gesellschaft, ist das auch ein Anspruch, den ich gegenüber Reicheren formuliere. Und das mache ich an mir selber mal fest. Ist wahrscheinlich aber ein Satz, wenn ich den jetzt so höre, der wahrscheinlich für die reicheren Menschen einfacher auszuhalten ist als für die ärmeren Menschen. Oder? Ja, also ärmere Menschen müssen die reicheren Menschen aushalten. Da widerspreche ich Ihnen. Die Reicheren halten den Satz gar nicht aus. Wenige. Also es gibt einige der Multimillionäre, die sich gemeldet haben und haben gesagt, besteuert uns besser. Ah, in dem Sinne meinen Sie das? Ja, na klar. Ja, okay. Naja, aber ich sage Ihnen das an meinem eigenen Beispiel. Mhm. Ich bin gut verdient. Ich glaube nicht, dass ich Corona-Hilfen gebraucht hätte. Ich habe immer dafür plädiert, macht eine Einkommensgrenze nach oben. Und ich sage das ganz deutlich. Ich möchte in einer Sozialversicherung in Zukunft abgebildet sein, in der auch ich als Pflichtversicherter drin bin. Ich bin immer noch freiwillig versichert in der gesetzlichen Krankenkasse. Das ist mein Blick auf Solidarität. Deswegen habe ich den Vorteil einer beamtenrechtlichen Versorgung nie in Anspruch genommen und auch die privatrechtliche nie in Anspruch genommen. Mhm. Das ist meine Grundüberzeugung. Aber eigentlich möchte ich eine moderne Bürgerversicherung, in der man alle Künstler, Freiberufler, Selbstständige, das haben wir nämlich bei Corona gesehen, wer da auf einmal alles durchs Rost gefallen ist, wer seine Profession nicht ausüben konnte als Künstler. Beamtete auch beispielsweise? Na, die sind ja gar nicht betroffen gewesen. Ja, na, also rein ja. Alle. Deswegen sage ich an meinem Beispiel, ich bin Beamter, also in der Funktion bin ich jetzt Zeitbeamter. Dafür wird in meine Rentenversicherung nichts mehr eingezahlt. Hätten Sie was trotzdem gemein mit der BSW? Das fordern die nämlich auch, wenn man nach Gemeinsamkeiten suchen wollte. Ich würde gerne wissen, wofür das... Ja. Das BSW fordert, also sozialpolitisch hat das BSW sehr, sehr ähnliche Forderungen wie die Linkspartei. Also beispielsweise auch, dass man bei den Sozialversicherungen erstmal einheitliche Sozialversicherung macht. Es braucht keine privaten Krankenversicherungen. Es braucht auch nicht zig gesetzliche Krankenversicherungen. Es reicht eine gesetzliche Krankenversicherung für alle, in die alle, egal ob Lohneinkommen, egal ob Kapitaleinkommen, ohne Beitragsbemessungsgrenze einzahlen. Das gesamte Volkseinkommen muss für die Sozialversicherung herangezogen werden. Das ist bisher das große Problem und deswegen sind die Sozialabgaben in Deutschland auch so hoch. Würde man das gesamte Volkseinkommen, also auch Kapitaleinkommen, auch alles, was über der Beitragsbemessungsgrenze liegt, wenn man das mit heranziehen würde, dann hätten wir in Deutschland eine viel niedrigere Abgabenbelastung für die normale Bevölkerung. Und ja, das hat die Linkspartei immer gefordert und natürlich fordert das BSW das auch. BSW steht und dann können dann wir weiter diskutieren. Das BSW erzählt jedem irgendwas. Und sie können sich dann aussuchen. Also der Katja Wolf sagt in Thüringen, und dann reden wir nämlich über die Thüringer BSW, Katja Wolf sagt, aus Sorge vor der AfD hat sie sich entschieden, in die BSW zu gehen. Und ihr Stellvertreter räumte dann Stunden später ein, also guten Anträgen der BSW würde man, der AfD würde die BSW sich auch nicht verweigern. Das ja, selbstverständlich. Das ist die einzig richtige Haltung. So. Also Ramelow hat vorhin gesagt, er führe keine ideologischen Debatten. Aber was ist es denn als rein ideologisch gute Anträge der AfD, denen man inhaltlich zustimmt, dass man die ablehnt? Also was soll das? Also wenn es einem tatsächlich um die Menschen im Land ginge und nicht um die Umsetzung einer bestimmten Ideologie beziehungsweise das Ausschalten seiner Feinde, ja, worum geht's denn dann sonst, wenn man eine Zusammenarbeit mit der AfD grundsätzlich ausschließt? Oder dann am nächsten Tag wieder korrigiert. Und da kann ich mir jetzt aussuchen. Nein, das hat das BSW nicht korrigiert. Das BSW wird vernünftigen Anträgen der AfD zustimmen. Das ist, also fände ich gruselig, wenn er das korrigiert hätte. Das fände ich schon problematisch. Also selbstverständlich muss man Anträgen der AfD zustimmen. Das hat auch die BSW-Bundestagsfraktion entschieden und es wäre seltsam, wenn Landesfraktionen das anders handhaben würden. Also das ergäbe wirklich überhaupt keinen Sinn.
welches Ei ich da drauf backen soll. Deswegen sage ich, ich kämpfe nicht gegen das BSW, das ist nicht mein Gegner, auch die CDU ist nicht mein Gegner. Die Linke ist unser Gegner und auch die CDU ist unser Gegner, um es mal an der Stelle klar zu sagen. Mein Gegner heißt tatsächlich Faschismus. Dann warten wir mal ab, was die... Ja, und auch die AfD, obwohl sie nicht faschistisch ist, ist natürlich auch unser Gegner, aber ja, was soll diese Rhetorik? Also wenn man seinen Gegner als faschistisch bezeichnet, dann ist es ein Feind. Also wenn du jemanden so diffamierst, dann willst du ihn politisch ausschalten. Also einen anderen Grund haben solche Diffamierungen nicht. Wir vorstellen, ob es dann am Ende zustande kommt und worüber Sie sich Gedanken machen tatsächlich. Und dann werden wir sehen, wie Wahlergebnisse sind. Und erst dann wird man über die Frage, wird es eine Dreierkoalition geben können? Wird es eine ungewöhnliche Koalition geben können? Denn die Mehrheiten in dieser Gesellschaft, wenn man jetzt mal jenseits der Parteipräferenz fragt, die Mehrheit der Gesellschaft möchte keine erneute Minderheitsregierung. Und der, mit dem Sie reden, möchte auch keine neue Minderheitsregierung. Mein Kanal ist voll. Das haben Sie oft gesagt, ja. Also das ist mein Bedarf. Es wird eine neue Minderheitsregierung geben. Also es wird keine stabile Mehrheit in Thüringen geben. Also keine Umfrage sagt das. Es sei denn, keine Ahnung, die Umfrage, also es ändert sich nochmal komplett was. Oder die AfD holt die absolute Mehrheit. Das könnte natürlich auch sein, halte ich auch für unwahrscheinlich. Aber ja, es wird keine stabilen Mehrheiten geben. Das ist einfach so. Es wird eine weitere Minderheitsregierung geben. Also das BSW, wie gesagt, es wäre absoluter Selbstmord, wenn man in eine Koalition mit CDU und Linkspartei gehen würde. Und Ramelow vielleicht noch eine zweite Amtszeit geben würde oder diesen Kaspar Mario Vogt da ins Ministerpräsidentenamt hieven würde. Also das wäre ein riesengroßer Fehler. Also um es jetzt mal platt auszudrücken, das würden Sie wahrscheinlich nicht sagen, aber Sie haben so ein bisschen die Schnauze voll von der Minderheitsregierung. Von Minderheitsregierung, ja, weil das Problem ist, wenn die Verlässlichkeit, wie kann man Politik entwickeln? Auch eine Politik, die ich mit der CDU entwickeln könnte, würde ja Verlässlichkeit erstmal voraussetzen. Ich habe das Erlebnis mit Herrn Vogt gehabt, da ging es um die Frage der Grunderwerbsteuer. Das, was vorhin der eine Fragesteller gefragt hat, wie kriegt er im ländlichen Raum ein Gebäude. Da habe ich der CDU angeboten, dass wir es mit Ihnen zusammen umsetzen. Und Herr Vogt geht in den Landtag und stimmt es mit der AfD und der FDP ab. Müssten wir uns natürlich im Nachgang jetzt nochmal mit ihm auseinandersetzen und ihn nochmal fragen, was er dazu sagen würde, aber das ist uns Ihre Position. Aber den Fakt kann man doch wiederholen, dass es so war. Das können Sie überprüfen, ja, indem Sie es einfach nachprüfen. Ja, absolut. Aber ich meine nur im Zweifelsfall. Die Motivation spielt da weniger eine Rolle. Nur das Angebot hat hier im Raum, also im Nachbarraum sogar stattgefunden. Und da waren alle Fraktionsvorsitzenden anwesend. Da hat der SPD-Kollege nochmal ausdrücklich gefragt, Herr Vogt, wollen Sie wirklich zulassen, dass eine offene Abstimmung stattfindet, die nur mit der AfD gelingen kann? Und da hat er gesagt, das weiß ich noch nicht. Und da habe ich nochmal wiederholt und habe gesagt, ich biete Ihnen ausdrücklich an, Familienförderung bei Grunderwerbsbildung und Hauskauf oder Wohnungskauf. Eine Frage, wo ich schon darauf vorbereitet wurde und wo ich auch weiß, dass das immer eine kritische Frage ist, Stichwort Neuwahlen. Wir wissen, dass natürlich Neuwahlen nicht nur an Ihnen alleine hängt, sondern am Parlament. Auch am Ende des Tages stand ja nach der Wahl 2019 im Raum, dass es die eigentlich hätte geben sollen. Jetzt ist endlich 2020, Entschuldigung. Genau. Jetzt ist endlich Landtagswahl. Sind Sie auch so ein bisschen froh, dass dann diese Debatte rund um dieses Neuwahlding rum ist? Weil Sie denken, jetzt. Schauen Sie, vier Jahre lang habe ich mich von rechts anbrüllen lassen. Der klebt an seinem Sessel, der von Merkel eingesetzte, der geputschte, der nicht gewählte und all solche Formulierungen. Ja, stimmt ja auch. Also gewählt, ja, Thomas Kemmerich wurde gewählt, weil er sich hat von der AfD wählen lassen, aber getan hat, als hätte er davon nichts gewusst. Also natürlich war klar, dass dann die AfD, also dass bei so einer Abstimmung die AfD sich strategisch klug verhalten würde. Es ist schon ziemlich naiv anzunehmen, dass die Fraktionsvorsitzenden vor solchen wichtigen Abstimmungen nicht miteinander sprechen, beziehungsweise dass es da keine informellen Gespräche gäbe. Aber ja, dann hat Merkel gesagt, das muss rückgängig gemacht werden oder wurde es rückgängig gemacht, was auch nicht sonderlich demokratisch ist. Formulierung höre ich mir den ganzen Tag bei X an oder bei ähnlichen Kommentierungen. Ich war für Neuwahlen. Ich hätte auch meine Hand für Neuwahlen gehoben. Man muss nur verfassungsrechtlich sauber zuordnen. Die Neuwahl hätte nur der Landtag auslösen können. Die Regierung kann keine Neuwahl auslösen. Selbst meine Vertrauensfrage, wenn ich sie verfassungsrechtlich gestellt hätte, hätte nicht automatisch zur Neuwahl geführt. Insoweit bin ich auch wiederum enttäuscht. Herr Vogt hat mit uns den Vertrag zu den Neuwahlen gemacht. Und dann haben vier Abgeordnete seiner Partei erklärt, Neuwahlen mit ihnen ist nicht. Zum Abschluss. Ja, absolut. Also auch hier hat Ramelow recht. Die CDU wäre bei Neuwahlen untergegangen und die FDP aus dem Landtag geflogen. Völlig verständlicherweise. Also dieses vollkommene Ministerpräsidenten wählen zu lassen, beziehungsweise Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu wählen und das dann wieder rückgängig zu machen, um Ramelow zum Ministerpräsidenten zu machen. Ja, natürlich sind dann alle Wähler erstmal enttäuscht und gehen entweder gar nicht mehr wählen, gehen die Gegenseite wählen, das heißt entweder Ramelow oder die AfD. Also Ramelow und die AfD, die wären aus diesen Neuwahlen gestärkt heraus, wahrscheinlich hervorgegangen und CDU und FDP geschwächt und dementsprechend, beziehungsweise FDP wäre aus dem Landtag geflogen.
Dementsprechend wollten CDU und FDP gerne Neuwahlen. Also das kann man sich auch schon vorher denken. Schluss des Interviews. Jetzt steht die Landtagswahl an, aber natürlich die Thüringer Geschichte wird in den nächsten Jahrzehnten weitergehen. Und gerade wenn wir mit Blick auf Demokratie, Faschismus und so weiter und so fort schauen, wo sehen Sie eigentlich das Bundesland in 10, 20 Jahren? Vielleicht auch in einer Zeit, wo Sie auch schon lange nicht mehr Ministerpräsident sind. Ich hoffe nicht, also dass ich dann noch Ministerpräsident bin, weil in 20 Jahren möchte ich wirklich nicht Ministerpräsident sein. Also weil Sie sagen, okay, das reicht mir, oder weil Sie sagen, oh nee, für das Land will ich keine Verantwortung übernehmen? Nein, darum geht's nicht. Es geht einfach darum, dass ich sage, irgendwann im Leben möchte man auch mal ein bisschen runterfahren, emotional, und auch mal ein wenig wieder mehr die Welt sehen. Also nicht auf nur Dienstreisen. Da sieht man ja wahrscheinlich auch die Welt. Zu der Frage, wo sehe ich Thüringen? Ich sehe Thüringen als eins der stärkeren Länder. Obwohl es gerade auf dem vorletzten Platz ist anhand der Wirtschaftsleistung gemessen jetzt. Ja, aber das ist immer, welche Wirtschaftsleistung man misst. Und da wird es nämlich interessant, da sollten wir wirklich, da müssten Sie mir aber dann mehr Zeit geben. Ja, ich habe die Zeit. Sie haben die Zeit. Der Vorwurf wird ja immer wieder erhoben, und er kommt von der Wissenschaft, also von der Wirtschaftswissenschaft, und verglichen werden die Bruttoinlandszahlen, also BIP pro Kopf oder das BIP pro Arbeitnehmer. Und was dabei ausgeblendet wird, ich sage Ihnen das am praktischen Beispiel. Jeder dritte Daimler auf der Welt kriegt seinen Motor aus Köln da. Abgerechnet wird volkswirtschaftlich in Köln da nur der Metallwert des Motors. Nicht der Mehrwert, der in Stuttgart entsteht. Das ist das Problem verlängerter Werkbank. In Thüringen ist der größte Pizzaofen Europas. Ja, die Profite fließen auch nach Stuttgart. Also die Profite, die fließen letztlich nach Stuttgart. Das Problem als verlängerte Werkbank ist, dass die Unternehmen nicht aus, dass man keinen Zugriff auf sie hat. Also wenn die Löhne in Thüringen zu stark steigen, wir hatten es vorhin, dann wandern die Unternehmen halt nach Polen, Tschechien, Bulgarien, wohin auch immer ab. Also ja. In Stuttgart, da ist der Sitz des Unternehmens, und da hat die Landespolitik in Baden-Württemberg einen wesentlich stärkeren Zugriff auf Daimler als in Thüringen. Also das ist nun mal so. Thüringen hat hier genauso viel Zugriff auf Daimler, wie gesagt, es Bulgarien oder es Tschechien hätte, wenn da Daimler seine Vorprodukte herstellen würde. In Thüringen ist die größte Keksfabrik Europas. In Thüringen ist die größte Flaschenfabrik der ganzen Welt. Alles Produkte aus Thüringen. Kein einziges davon ist Thüringer Unternehmer, Unternehmen. Und das ist das, was in dem BIP, in den volkswirtschaftlichen Zahlen, in anderen Bundesländern, nämlich da, wo die jeweilige Zentrale sitzt, einzahlt, weil die dort Steuern zahlen. Insoweit fühle ich, dass mich immer ungerecht behandelt, und ich fühle, dass unsere Menschen ungerecht behandelt werden, wenn man diese Form der statistischen Ungewichtigkeit, die aufgrund von der Entwicklung. Die Profite und die Steuern, Ramelow hat es gerade gesagt, die fließen an andere Bundesländer. Also es ist auch völlig richtig zu sagen, dass die Werkschöpfung nicht in Thüringen verbleibt. Also klar, dort wird die Arbeit getätigt, aber die Steuern fließen dann an andere Orte. Also ja, die Produktionsstandorte befinden sich da, aber der Reichtum kommt halt nicht bei den Menschen in Thüringen an. Und das ist bei jeder verlängerten Werkbank so. Das ist auch, wenn Unternehmen in ein komplett anderes Land outsourcen. Das ist ein lange bekanntes Problem. Und deswegen bräuchte Thüringen halt eine aktive Industriepolitik. Deswegen müssten da eigene Unternehmen entstehen. Da hätte man schon längst aufbauen müssen, beziehungsweise man hätte die Unternehmen, die es gab, nach der Wende nicht systematisch kaputt machen müssen durch eine falsche Handels-, Währungs- und Wirtschaftspolitik. Aber man hat es nun mal gemacht. Man hat sie überall privatisiert. Man hat einen viel zu starken Kurs der DDR-Mark festgelegt. Und anschließend hat man die ganzen Exportmärkte in Osteuropa verloren. Also man hat das nach der Wende, man hat dort die ostdeutsche Industrie absichtlich zerschlagen und viel zu billig an Westdeutsche verscherbelt. Und das Ergebnis sieht man jetzt. Dafür kann Bodo Ramelow relativ wenig. Man könnte Thüringen, wie gesagt, nur die Schuldenbremse aufheben und aktive Industriepolitik machen. Und das würde eine Menge Geld kosten. Das kann ein Bundesland eigentlich. Wie gesagt, dafür hat es gar nicht die finanziellen Spielräume. Da kannst du eigentlich nur darauf hoffen, dass im Bund jemand anders gewählt wird. Oder du kannst ins Risiko gehen, die Schuldenbremse aufheben, dich massiv verschulden, eigene Unternehmen gründen, eigene Industriepolitik machen, eine Wirtschaft quasi heraufsubventionieren und dann hoffen, dass der Bund irgendwann deine Schulden übernimmt. Denn auf die Schulden, auf die musst du Zinsen zahlen, und die kannst du als Bundesland auch nicht so leicht zurückzahlen. Als Bundesland bist du ja eben nicht der Währungsherausgeber. Sowas könnte ist der Bund ja auch nicht mehr. Wir sind ja in der Eurozone, da hat Deutschland ja auch seine monetäre Souveränität ein Stück weit abgegeben. Aber der Bund ist monetär wesentlich souveräner als die Bundesländer. Und ja, deswegen mag ich Landespolitik nicht, weil du als Bundesland so extrem eingeschränkt bist. Also, wie gesagt, das ist jetzt mal ausnahmsweise alles nicht die Schuld von Bodo Ramelow, sondern das sind Dinge, die wurden ich wollte gerade sagen, die wurden falsch gemacht, da sind Fehler gelaufen, aber das waren keine Fehler.
die damals gemacht wurden. Das war eine absichtliche Deindustrialisierung Ostdeutschlands zum Vorteil vor allem westdeutscher, aber auch internationaler Investoren. Werkbank in bestimmten Bereichen sind. Tatsächlich und sogar noch, das ist der berühmte Kakao, durch den man gezogen wird und den man dann noch trinken soll. Hm. Und das macht die Menschen hier auch wütend. Und es zu erklären, also mit einem Professor habe ich jedes Mal einen heftigen Schlagabtausch in den Medien gehabt. Irgendwann habe ich gesagt, er soll aufhören, groben Unsinn zu reden, weil das sind nicht die richtigen Konsequenzen, weil dieser Professor Grob hatte dann ja vorgeschlagen, wir sollen im ländlichen Raum nicht mehr investieren. Wir sollen uns auf die Metropolen konzentrieren. Da habe ich gelacht, habe gesagt, welche Metropole in Thüringen? Also, 2,1 Millionen Einwohner? Ja, ja, das ist in Peking mein Standardsatz, im Vorort die ersten 10 Blöcke könnte man dann Thüringen unterbringen. Also wir sind ein ländlich strukturiertes Bundesland, aber hochmodern. Und deswegen, wenn Sie fragen, wo ich sehe uns mit den Transformationserfolgen und der Verarbeitung auch der Transformationsprobleme sogar als einen Gewinner. In welchem Bereich genau? Oh Gott, was ist das für eine Schönfärberei? Die Einwohnerzahl Thüringens hat seit der Wende um einige hunderttausend Menschen abgenommen, während die Einwohnerzahl Gesamtdeutschlands gestiegen ist. Also so viel zu Erfolg. Ich weiß, viele wollen es nicht hören, aber den ostdeutschen Bundesländern, denen ginge es heute wahrscheinlich besser, wenn die DDR noch ein eigener Staat wäre. Also kann man jetzt natürlich auch nur spekulieren, aber die DDR war noch einer der Staaten, die im Ostblock wahrscheinlich die konkurrenzfähigste Industrie hatten. Also je weiter du nach Osten gegangen bist, desto schlechter sah es eigentlich aus. Also dass ein Staat wie Rumänien oder Bulgarien nicht konkurrenzfähig ist, okay, aber die DDR, die wäre da wahrscheinlich noch am besten mit dem neuen marktwirtschaftlichen System zustande gekommen, wenn man es vernünftig geregelt hätte. Aber die Kohl-Regierung, die wollte die DDR-Wirtschaft zerschlagen. Das war gewollte Politik der damaligen Bundesregierung. Und sie hat die Menschen dann auch noch dreist angelogen und gesagt, man würde das alles aus der Portokasse bezahlen. Ist nicht passiert. Also Oskar Lafontaine, der völlig ehrlich gesagt hat, Ostdeutschland wird noch auf Jahrzehnte hinweg von Subventionen abhängig sein, den hat man damals nicht gewählt. Den hat man auch im Osten nicht gewählt. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass die DDR-Bürger daran selber keine Schuld hätten. Sie haben in zwei Wahlen jeweils die CDU oder beziehungsweise ihren ostdeutschen Ableger, die Allianz für Deutschland, an die Macht gewählt und sind dementsprechend auch selber schuld an der Politik, die dann gekommen ist. Aber man sollte nicht verkennen, dass diese Politik eben absichtlich auf eine Zerstörung der DDR-Wirtschaft gerichtet war. Das 92 Weltmarktführer, die kennt keiner. Also die berühmtesten, die man kennt, ist Carl Zeiss, Meditec zum Beispiel. Es gibt keine Augenheilkunde, Prothetik und Lasertechnik, die nicht aus Jena kommt. Jenoptik, da gibt es etwas, was Sie dann ärgern wird, wenn Sie mal wieder dynamische Frontfotos zugeschickt bekommen, weil Sie zu schnell gefahren sind. Meistens eine Jenoptik. Passiert nicht so häufig bei mir. Ja, aber meistens ist eine Jenoptik. Am Zug. Sehr gut, sehr gut. Aber auch bei der Frage, wenn Sie Ihr Handy nehmen oder Ihr Tablet oder irgendwas, wo digitale Aufnahmen sind, alles, da sind überall Chips verbaut. 80% aller Chips der Welt werden von Firmen produziert, deren Fabrik von ASML in Eindhoven gebaut wurde. 80% aller Chipfabriken der Welt kommen von ASML in Eindhoven. Und 100% der Schlüsseltechnik in diesen Fabriken kommt aus Thüringen. Wir haben 150 Zulieferbetriebe, die nur für ASML arbeiten. Und die gesamte optische Lithografie ist komplett in Jena entwickelt worden. Und da sage ich, das sind Dinge, die meistens auch in Thüringen niemand weiß. Also nicht nur, dass die Pizzen, der größte Pizzaofen, 1,2 Millionen Pizzen am Tag, 1,2 Millionen. Das ist ein paar. Irre. So, jeder kennt die, aber keiner weiß, dass sie aus Thüringen sind. Und Chipfabriken verbindet man nicht mit Thüringen. Ja. Aber um es abzuschließen, weil die Frage war in 20 Jahren, und das wäre meine letzte Frage, weil ich glaube, Sie haben Anschlusstermin danach. Diese Fabriken, diese Unternehmen, die Sie gerade beschrieben haben, stärken oder auf andere Sachen noch setzen? Wo sehen Sie die Stärken in 20 Jahren? Erstmal ist es diese Fabriken oder diese Firmen, dahinter steckt ja Know-how, die Wissenschaft, die dahinter steckt, weiter zu fördern und nie abschließen, also nie eng führen, sondern den Kopf freimachen. Das eigentlich Spannende ist, dass man über die jeweilige Profession der einzelnen Wissenschaftsbereiche hinweggehen muss. Ich war gestern im Wald Bäume pflanzen. Mit einem Roboter habe ich ein Vorgespräch erfahren. Genau. Ja. Und wenn Sie diesen Roboter sehen, wie dieser Roboter mittlerweile ein Hightech-Zentrum ist, das Grundkonstrukt davon ist in Amerika gefertigt worden. Das, was jetzt passiert, ist die Automatik, mit der der im Wald eingesetzt wird und die Sensorik, mit der er im Wald auch prüfen kann. Das wird eine Zukunftsfrage sein. Wir investieren gerade 500 Millionen in unseren Wald. Unsere Fichte stirbt. Thüringen sieht im Moment ziemlich traurig aus. Nicht nur Thüringen. Ja, aber die Heftigkeit, weil wir eine Monostruktur haben, die vor 200 Jahren erst entstanden ist. Also das Abholzen vor 200 Jahren war der industrielle Erfolg, mit dem der Aufstieg Thüringens beginnt über Glas
Und das ist Glasauge, das ist die Weihnachtskugel und heute ist es Industrieglas, Hightech. Ja. Das war der Beginn, der hat dann zu der Monostruktur geführt. Der jetzt gleichzeitig wieder Probleme macht. Ja, und wir wollten sowieso zum resilienten Mischwald, deswegen sind wir jetzt dabei. Und dass darin schon wieder Hightech drin ist, dass also ein Fraunhofer-Institut, das sich eigentlich mit Mikrosensorik beschäftigt, auf einmal im Wald zu finden ist, das ist das, was ich denke, das macht Thüringen so stark, weil wir sind klein genug, dass die sich alle über den Weg laufen. Ja. Wenn ich zum Abschluss eins festhalten kann, ich finde, Sie sind sehr gut darin, die einzelnen Unternehmen, die einzelnen Standorte gut rauszupicken. Und ja, so interessant war das tatsächlich gar nicht. Ich dachte, da kommt mehr Polemik gegen die Wagenknecht-Partei. Also was gegen die AfD drin, okay, aber gegen die Wagenknecht-Partei, da hat er, glaube ich, noch Hoffnungen, dass er damit koalieren könnte, was ich absolut nicht sehe. Wie gesagt, das wäre der größte Fehler, den das BSW machen könnte. Das sollte das BSW sagen, nein, Hilfe, damit wollen wir nichts zu tun haben. Also Koalition, also wie gesagt, in so einer Koalition wird man nichts ändern können. Also man sollte dann ganz klar sagen, entweder wir kriegen das Finanzministerium und die Schuldenbremse wird abgeschafft. Also wir kriegen quasi die Kontrolle über die Finanzpolitik. Oder es gibt keine Zusammenarbeit. In welcher Form auch immer, als Minderheitsregierung oder Koalition. Und dann wird die CDU sagen, Schuldenbremse streichen, die wollen wir dann doch nicht, das wollen wir dann doch nicht. Und das Finanzministerium kriegt erst recht nicht und damit hätte sich das dann erledigt. Also das könnte man relativ schnell klären. CDU und Linkspartei werden nicht zu grundsätzlichen Veränderungen bereit sein und dementsprechend ausgeschlossen halte ich auch ehrlich gesagt eine Koalition. Deswegen sind ramelos Hoffnungen hier, die sollte man relativ schnell zerschlagen können. Also da könnte man auch in der Diskussion fragen, sind sie bereit, die Schuldenbremse aufzuheben und massiv in die Infrastruktur zu investieren? Dann wird der CDU-Kandidat sofort sagen, nee, auf keinen Fall. Und damit hat sich das dann erledigt. Also damit hat sich eine Koalition erledigt. So, mit Schuldenbremse kann man im Bundesland keine vernünftige Finanzpolitik machen. Man kann die Wirtschaft nicht ankurbeln. Man kann keine aktive Industriepolitik machen. Man kann nicht in die Infrastruktur investieren, man kann nicht ins Bildungssystem investieren. Entsprechend hat sich damit jede Koalitionsdiskussion erledigt, solange die Schuldenbremse Bestand hat. Also ich glaube, das sollte wirklich auf Landesebene die rote Linie sein, die Schuldenbremse. Weil die Schuldenbremse die Handlungsfähigkeit im Bundesland so stark einschränkt, dass, wie gesagt, dass es dann nicht sinnvoll ist, überhaupt zur Regierung anzutreten. Also da kann man dann sowieso nichts groß ändern. Also ist Thüringen unregierbar? Man kann ja Minderheitsregierungen tolerieren. Oder man kann aus der Opposition die dann herrschende Minderheitsregierung bekämpfen, je nachdem, wie sich die Regierung verhält. Und ich glaube ehrlich gesagt so ohnehin nicht, dass Thüringen unregierbar sein wird, sondern ich glaube, dass der nächste Ministerpräsident von Thüringen Björn Höcke heißen wird. Also das BSW sollte sich dann in Opposition zu Björn Höcke dann seine eigenen Punkte vertreten und halt bei guten Sachen, die die Regierung umsetzen will. Also Björn Höcke fordert ja beispielsweise auch Volksentscheide. Da sollte man auf jeden Fall zustimmen. Also Volksentscheide stärker im also wenn die AfD beispielsweise eine Initiative macht, Volksentscheide stärker in der thüringischen Landesverfassung zu verankern. Okay, dafür bräuchte sie dann eine Zweidrittelmehrheit, aber da sollte man auf jeden Fall zustimmen. Also das, wenn die Regierung gute Anträge bringt, zustimmen. Wenn sie schlechte Anträge bringt, ablehnen. Und auch versuchen, Mehrheiten gegen die Regierung zu organisieren. Also Parlament und Regierung müssen sehr sicher nicht immer einer Meinung sein. Das ist in der parlamentarischen Demokratie im Normalfall so, aber es kann ja auch mal anders sein. So. Aber das bleibt mir, glaube ich, abschließend zu diesem Interview zu sagen. Ich halte es für einen großen Fehler, wenn das BSW sagen würde, ja, wir regieren, aber wir ändern nichts an der Finanzpolitik. Der entscheidende Schlüssel ist die Finanzpolitik und da wird sich mit CDU und Linkspartei, glaube ich, keine große Änderung erreichen lassen.